Ja, das sind hier unsere ehemaligen Mastanlagenhühner. Die sind jetzt das erste Mal aus ihrem Stall bei uns raus, weil die sollen sich natürlich erstmal an den Stall gewöhnen. Und jetzt sind sie heute den ersten Tag draußen. Und die sind natürlich schon fleißig beim Picken. Einer hat sich da so komisch hingelegt, warum auch immer, weiß ich nicht. Vielleicht findet es auch einfach nur die Sonne schön, so die Flügel breit gemacht irgendwie. Aber unter den Flügeln sieht man immer noch, dass natürlich die Flügel, die Federn ziemlich zerzaust sind durch die Haltung der einer Mastanlage. Aber ansonsten, glaube ich, haben die sich hier ganz gut eingelebt. Und das eine Huhn, das ist ja woanders, das ist bei der Ente untergebracht, weil die vier hier das andere Huhn wohl immer gehackt haben, warum auch immer. Naja, schauen wir mal. Auf jeden Fall scheinen die ja hier sich gut einzuleben. Und eins von denen hat Xenia, das wurde ja für ein Modeshooting verwendet, von der Theresa. Und das ist besonders zahm, hatte sie mir gesagt. Das konnte ich anfangs nicht feststellen, aber jetzt muss ich sagen, das ist es wirklich. Das kommt tatsächlich an, wenn man die Tür aufmacht, lässt sich greifen und lässt sich streicheln. Und die anderen sind so ein bisschen mehr scheu. Das eine da, da hinten das eine, warum das sich so hinsetzt, keine Ahnung, ob das normal ist. Also weiß ich nicht. Vielleicht legt es auch ein Ei oder irgendwas, ich weiß es nicht, aber das machen die ja auch. Guck mal, die legen sich auch hin. Naja, gut. Vielleicht finden die es einfach nur gut. Weiß ich nicht. Aber irgendwie schön zu sehen. Denen scheint es zu gefallen. Insgesamt haben sie sich jedenfalls gut bei uns eingelebt. Das hier ist die Xena, denn man sieht ja, die kommt auch zu mir ran, die ist nicht so scheu, die anderen sind etwas scheuer. Aber da die sich alle so hinlegen, scheint das normal zu sein. Nur werden sie eben nicht als Grillhähnchen enden, sondern die können hier so lange leben, wie sie wollen und können. Aber es legt sich auch so hin. Komisch. Habe ich noch nie gesehen. Eigenartig. Wobei ich muss dazu sagen, ich kenne mich mit Hühnern auch nicht aus. Warum sich das so hinlegt? Ich dachte erst, wo ich das erste Mal gesehen habe, vorhin dachte ich erst, das Huhn ist krank oder irgendwas. Aber nein, die machen das alle. Das da auch. Ich finde es schön. Sonnt sich vielleicht oder was? Ich weiß es nicht. Also denkt immer dran, solltet ihr Fleischesser sein und Hühner kaufen, dann denkt dran, wo die herkommen. Dann auch die Eier aus diesen Mastanlagen. Die Hühner wollen draußen leben, die wollen frei sein, die wollen picken und scharen, so wie dieses hier. Und die wollen halt nicht irgendwo drin sitzen. Und so eine Freilandhaltung, wie man sich das vorstellt, die gibt es kaum. Und selbst wenn Freilandhaltung draufsteht, heißt das ja nicht, dass die so viel Platz haben wie hier, sondern die sind dann irgendwie 1 Million Stück draußen, die sich dann gegenseitig bearbeiten. Denn so viel Platz für jedes Huhn gibt es einfach nicht. So viel Eier, wie verkonsumiert werden, so viel Platz gibt es gar nicht, wenn man die Hühner alles so halten wollen würde. Also kauft keine Eier und kein Billighuhn da für 1,50 irgendwie das Kilo oder sowas, was es da gibt. Keine Ahnung, ich würde eigentlich überhaupt gar kein Fleisch kaufen, das ist immer das Beste. Aber wie gesagt, man kann ja niemanden dazu zwingen. Man kann nur durch gutes Beispiel sagen, es geht auch ohne Fleisch und ohne Geflügelfleisch und ohne Fisch. Ja, das ist Xena hier. Guck mal. Xena. Aha, sie hat sich da am Mantel. Mal hingehen zu dem. Mal gucken, damit ihr was seht. Es gibt ja tatsächlich Leute, die wissen gar nicht, wie so ein Huhn aussieht.
Ja, wir bauen jetzt auch noch einen besseren Stall für die. Wir haben einen alten Wohnwagen. Und die Martina, die hat angefangen, alles rauszureißen aus dem Wohnwagen. Und da bauen wir so eine Hühnerleitern und Stangen ein und sowas. Da können die drauf sitzen. Und dann können wir den Wohnwagen auf unsere Wiese ziehen oder hier hinziehen und da hinziehen und einfach mal woanders abstellen und die Hühner dann einfach rauslassen. So, und dann haben die ihren mobilen Stall. Das finden die bestimmt klasse. Aber das dauert noch einen Moment, da brauchen wir noch ein bisschen Holz. Ah, jetzt, guck, wie schön die Scharen und Kratzen da. Ach, mal die Flügel breit mal. Da sieht man natürlich, wie die Federn auch noch aussehen, wie zerzaust das aussieht. Guck mal, teilweise entzündet immer noch, weil die eben immer nur drinnen in dieser Mastanlage. Guck mal, guckt euch das da mal an, wie schlimm das aussieht, ja. Und sowas esst ihr. Also guten Appetit. Guck mal, entzündet. Und die werden dann vollgepumpt mit Antibiotika und sowas alles, damit die nicht krank werden. Und überhaupt das Überstehen in so einer Mastanlage. Und die lassen sich jetzt erstmal richtig die Sonne auf die Federn scheinen. Guck mal, wie die Federn auch aussehen. Alles zerzaust, alles durch die Mastanlage. Naja. Die haben halt Glück jetzt. Die können hier alt werden. Ja, dann will ich euch nicht länger hier abhalten von eurem schönen Sonntag. Soll ja nachher noch Gewitter geben hier bei uns. Ich wollte euch nur mal die Hühner zeigen. Und das finde ich ja ganz toll. Das umwölbt sich richtig. Das hat die Flügel breit gemacht und lässt Luft an seine Haut, so wie es so aussieht. Ne? Hm. Ja, keine Ahnung. Vielleicht weiß der eine oder andere Hühnerexperte mehr und kann mir darüber irgendwas sagen. Aber die Martina, die kennt sich mit Hühnern aus. Die hat selber immer Hühner zu Hause. Und dann wollen wir mal hören, was die dazu sagt. Also dann schönen Sonntag und tschüss.